Glaubst du, das Video wird demonetarisiert, wenn ich da stehe? Also wurscht. Also, das ist der erste deutsche Donnerstag. Ich muss dazu sagen, ich bin echt nervös. Ich habe schon so lange nicht mehr Deutsch geredet, dann jetzt, ihr werdet es merken, es wird super schwierig für mich werden, dass ich jetzt alles auf Deutsch mache. Aber wir werden es trotzdem machen. Deutscher Donnerstag, ich war extremst. Ich habe mich extremst gefreut über die ganzen Kommentare, dass so viele deutsche Kommentare waren. Ich glaube, es waren nur deutsche Kommentare, dass jeder an deutschen Donnerstag kommen wollte. Und ja, jetzt gehen wir es einfach mal an. By the way, for everybody who doesn't speak German, you don't have to watch this video, because this is gonna be in German only. Just a disclaimer. Ja, geil. Als erste, was heute auf dem Tagesplan steht, ist einmal die Birne rasieren. Das schaut jetzt schon gleich mal viel besser aus. Das Einzige, was ich vergessen habe, ist mein Rasierer zum Fade-In da auf der Seite. Jetzt ist das ein bisschen harsh, aber jetzt muss ich mir einfach einen neuen kaufen auf Amazon. Aber ja, na gut, gehen wir's an. Übrigens, ja, das ist die Miami-Wohnung da. Super geiles Master. Ich weiß gar nicht mehr, wie es auf Deutsch heißt. Schlafzimmer ist das auf Deutsch. Wahnsinn. Geht's da weiter in die Küche? Und ja, jetzt machen wir ein Pre-Workout und dann gehen wir runter ins Fitnessstudio und dann machen wir das geile Workout und zeige euch das Pool. Und ja, Baby, German is so hard for me, I can't speak German very well anymore. Or English. Like it's Jinglish now, like I want to speak. I understand you, baby. I know, it's hard. Wurscht, okay. Dass der deutsche Donnerstag ist, gleich mal am Anfang richtig gescheit Astl trainieren. Jetzt bin ich gespannt, wie viele sie fragen, Astl? Ist das ein Astl? Das ist ein Astl. Das, was ich gestern ganz falsch gemacht habe, ist folgendes, weil ich gerade mit meinem Handy aufnehme. Ich darf die AirPods nicht reingeben. Wenn ich die AirPods reingebe, dann ist die Qualität super schlecht. Ich hoffe, dass es jetzt besser ist, werden wir aber bald sehen. Der Lift ist noch immer nicht da. Ich stehe seit 2 Minuten da und nichts passiert. Ich höre nur diese komische Ente da im Hintergrund die ganze Zeit quaken. Siehst du, du musst dich nur ein bisschen aufregen, dann passiert gleich was. Das ist das Pool. Aber ja, es ist halt mega geil. Wenn du das alles anschaust, das ist halt alles im Apartmentkomplex dabei. Jetzt das Fitnessstudio ist überhaupt Weltklasse. Wenn ihr euch das Video gestern schon angeschaut habt, wisst ihr ganz genau, wie das Gym ausschaut. Aber jetzt auf Deutsch nochmal alles. Schauen wir mal. Los geht's. Heute haben wir sogar Leute da. Gut, ich fange einfach mal an mit meinem Warm-up. Wieder schön am Radl. Und dann gehen wir es an. Heute, wie gesagt, schön Astl trainieren. Ja, einfach einmal wie sagt man, der Feier des Tages, deutscher Donnerstag, Astl-Training. Also das Coole an dem Gym ist, dass du halt wirklich dauernd die Gewichter fallen lassen kannst, was mega geil ist. Alles, was du dir vorstellen kannst, ist da. Du kannst dir Calisthenics da machen auf diesem geilen Tower. Gewicht haben es unendlich viele. Dann ja, da werden wir auf jeden Fall heute Trizeps und Bizeps machen. Dann da hast du noch Kettlebells, da hast du Kettlebells, da hast du Bad Girl, Good Girl Machine, super wichtig. Ja, aber jetzt gehen wir es an mit schönen Dumbbells, also Kurzhanteln einmal. Ich weiß gar nicht, ob ich das verwenden kann, weil da meine Musik so laut ist, aber wir machen mal schauen.
erstmal das Wichtigste natürlich nach dem Training. Die Gains reinfetzen. Heute gibt's das. Ja, geil, das sind vegane Burger Patties. Beyond Meat, so heißen die. Und ja, dann noch zwei geile Meals von da. Baby, hast du Hunger? Nein, danke. Okay. Dann koche ich nur für mich alleine. Danke. 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 Da gibt es leider nicht in Deutschland oder Österreich, das gibt es nur in Amerika. Das ist mein Meal Prep Sponsor. Und ja, extrem geil. Das ist zwar relativ low in Protein, aber ja, dann haben wir 16 und dann das ist eines ist 20, das heißt 40 da. Ist nicht schlecht. Jetzt sind wir auf knapp 60, 120 Carbs, also Kohlenhydrate. Mächtig. Na gut, das war heute der erste deutsche Donnerstag. Ich muss ehrlich sagen, es ist mir schwerer gefallen, als ich mir vorgestellt habe, weil einfach mein Deutsch nicht mehr so flüssig ist wie früher. Logischerweise, ich spreche nur mehr Englisch. Aber schauen wir mal, ich würde mich freuen, wenn das gut ankommt, weil dann werden wir es öfter machen. Dann wird mein Deutsch auch wieder besser. Ich will auf jeden Fall nächste oder in zwei Wochen auf jeden Fall einen deutschen Donnerstag machen, weil meine Mama zu Besuch kommt wegen Christmas, Weihnachten. Und ja, also ich sehe euch dann nächstes, also ja, ihr könnt es natürlich auch bei den englischen Videos einschalten, morgen und so weiter. Aber Deutsch wird es wahrscheinlich erst wieder nächste Woche Donnerstag.